Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal aus Österreich und dem Kanal der Rezeptdatenbank euromil.com. Vom Sonntagsessen sind Knödel übergeblieben. Was machen wir damit? Da habe ich mir gedacht, machen wir eine wunderbare Resteverwertung, nämlich Knödel mit Ei. Und dafür brauchen wir die Knödel, Eier, etwas Schlagobers. Mein Obers ist deine Sahne. Klarerweise Öl zum Anbraten, würzen tun wir mit Salz und Pfeffer. Und zum Schluss gibt es noch frische Kräuter. Kannst auch gefrorene nehmen, was dir schmeckt und worauf du Lust hast. Meine Kräuter brauche ich ja dann zum Garnieren. Aber ich schneide sie trotzdem gleich einmal zuerst. Gebe sie in eine Schüssel hinein. Dann habe ich sie dann gleich zur Verfügung. Ich habe Schnittlauch genommen, etwas Knoblauch habe ich gefunden und Petersilie. Und jetzt schneide ich die Knödel. Die schneide ich schön mundgerecht in appetitliche Scheiben. Und ein paar Kräuter dabei sind, spielt es keine Rolle. Haben wir gleich Geschmack bei unseren Knödeln. Wie gesagt, preiswert, einfach. Schnelle Resteverwertung, weil oft ist es ja so, dass dann ein, zwei Knödel so traurig herumgammeln und die müssen ja nicht im Müll landen. Knödel mit Ei gibt es in Wien natürlich auch auf Speisekarten, ist eigentlich ein recht beliebtes Gericht. Und die Knödelscheiben werde ich jetzt ganz langsam in heißem Fett anbraten. Ich bereite mir jetzt den Eiguss vor. Wenn du kein Obers hast, kannst du natürlich auch etwas Milch nehmen. Mein Eier zum Obers. Ein bisschen von den frischen Kräutern dazu. Und natürlich Salz und Pfeffer. Soll ja schmecken auch. Und das verrühren wir jetzt gut. Sind jetzt fertig gebraten. Ich weiß sowieso nicht, meine Oma hat immer geröstete Knödel dazu gesagt. Stimmt ja aber nicht, weil ja Fett drinnen ist. Jetzt kommt der Eiguss über die Knödel und den lassen wir jetzt ganz langsam stocken. Und fast ist unser Gericht schon servierfertig. Also ihr seht, total einfach, lecker und ganz, ganz schnell. Und schon sind unsere Knödel mit Ei servierfertig. Gibt es das bei dir in der Region vielleicht auch? Klöße aus Weißbrot, dann eben anbraten und mit einem Eiguss servieren. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Vielleicht heißt es auch anders bei euch. Würde mich ein bisschen interessieren. Und natürlich dürfen dann die frischen Kräuter nicht fehlen. Und ich habe noch herrlichen frischen Salat aus dem Glas rausgeholt. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Das ist doch eine traumhafte Resteverwertung. Zwei, drei Knödel hast du für zwei Personen ein herrliches Mittagessen. Lohnt sich aber auch, dass du vielleicht einmal mehr Knödel magst und das dann in deinen Speiseplan nach dem Festtagsessen einbaust. Es freut mich, dass du dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Auf euromil.com gibt es noch eine Zutatenliste, eine Bildanleitung und eine Nährwerttabelle zu diesem leckeren österreichischen Gericht. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.